Hallo und herzlich willkommen zurück zu Tales of Zestiria. Hier ist eure Cesar und wenn ich mich recht erinnere, sollen wir jetzt hier einen Seraphen finden im Dorf. Ich hoffe, wir kriegen das hin. Ich weiß jetzt doch gar nicht, wo wir hin müssen. Ich schaue gleich mal auf die Karte. So. Wie weit waren wir? Wir haben den Millionenfüßler gemacht, wir haben die Feuerprüfung bestanden und haben mit Layla kläglich versagt, was die Säubung dieses Tiegels angeht. Hoppala, Moment, Karte war hier. Besorgt ihr die restlichen spirituellen Kräfte? Okay, ich dachte, wir haben, wir haben die... Also... Wir haben hier den Tiegel, den wir noch reinigen müssen. Und wir haben hier die Feuerprüfung noch schon gemacht. Okay, dann muss ich mal gucken. Besorgt ihr die restlichen spirituellen Kräfte? Nur wo? Wir gehen mal hier. Wir gehen mal da, wo die Feuerprüfung, die Feuerprüfung gemacht worden ist. Vielleicht haben wir da nochmal einen Anhaltspunkt. Okay. Kriegen wir vielleicht einen Tipp von Rose? Suchen wir die Prüfungsschreine. Wenn du dich von den mächtigeren Domänen fernhältst, hoffe ich, du erinnerst dich doch an die Orte der Schreine der Prüfung, oder? Wenn du sie vergisst, solltest du dir die Wandmalerei in unserem alten Unterschlupf noch einmal ansehen. Verstanden? Ja, wenn ich mich dahin teleportieren kann, dann demnächst, dann machen wir das auch. Wo müssen wir denn da jetzt hin? Ich hoffe jetzt nicht, dass wir wirklich alle Städte nochmal abklappern müssen, weil, also wir müssen sowieso wieder hin, weil uns fehlen ja die Reisepunkte, aber... Hatte sie noch was? Wir werden nach Heiland zurückkehren müssen? Oh ja, weil eine der Prüfungen in der Seehafenregion war. Früher konnten die Händlergilden, die Regierungslieferanten und so fast problemlos die Grenze passieren. Aber ihr blöder Krieg ruinierte alles. Ich habe allerdings mal Gerüchte über eine versteckte Route gehört, die irgendwo südlich des Wolgranwaldes am Becken vorbeiführt. Ist ein Versuch wert. Aha, okay. Also ich weiß, dass wir auf jeden Fall noch... Nee. Ja, definitiv nicht. Dass wir die restlichen spirituellen Kräfte, das ist die Hauptquest, ja. Aber ich dachte, wir kriegen jetzt noch irgendwie so eine Nebenquest. Dass wir da und da noch hin müssen. Weil ich bin jetzt extra hier zurückgelaufen, weil ich dachte, wir sollen jetzt hier den Seraphen machen. Weil dummerweise kriege ich das leider nicht hin. Hier hinzureisen automatisch. Ich habe einen gesehen. Einen echten Dreckegel in der Ida-Höhle. Okay. Er hat ein Helion gesehen. Da bin ich jetzt mal gespannt. Also die Ida-Höhle ist ja nicht weit weg. Das ist ja jetzt nicht so wild. Die war ja gleich hier in der Nähe, ne? Genau.
da runter. Naja, was heißt denn hier? Ist schon ein kleiner Weg, aber das geht noch. Ah, ich muss meine Kopfhörer mal ein bisschen leiser machen. Sonst etwas sehr laut. Danke. Noch ein Vieh. Also machen wir erstmal die Nebenquests in der Ida-Höhle. Weil wir da sowieso hin müssen. Ah, hier ist da so ein anderer Egel. Ich weiß es gar nicht. War das hier hoch? Nein. Stimmt, wir müssen runter. Runter? Weiß ich, ob das hier so ein Vorsprung war? Genau. Hier rum? Und wo war sie jetzt genau? Die war doch hier drüben, oder? Ah! Geh mal weg. Nee, hier war sie nicht. Schön, wie sie hier einmal rundrum rennen. Geh weg, du Vogel. Ich habe jetzt gerade null Interesse. Ich habe gerade ganz andere Probleme. Geh mal weg. Ich glaube, das war hier oben. Ja, da oben ist ein Eingang. Und da sind so Tropfsteindinger. Und das müsste die Ida-Höhle sein. Perfekt. Okay, hier soll also ein Dreckegel sein. Die Frage ist natürlich bei der riesigen Höhle wieder wo. Ich würde sagen, wir laufen die Abkürzung hier hinten lang. Weil er scheint jetzt hier auf dieser Ebene nicht zu sein. Erst auf der nächsten. Nee, Mieze, jetzt gerade total ungünstig. Ich möchte eigentlich nur mal eben hier flugs langlaufen. Und mich, wenn es geht, irgendwo orientieren. Ich muss runter. Wow. Na, das war so klar, dass die kommen. Ja, mach nicht nur drum rumlaufen. Das war der zweite Geist. Die gehen eigentlich auch ohne Amortisieren ganz gut. Ja. Sehr schön. Genau, wir müssen jetzt hier runterlaufen. Ich vermute, wir müssen auf die zweite Ebene. Und da ist dann dieser Helion. Und meistens waren die Helion am Ende dann Seraphen, die wir zur Herrscher des Landes machen konnten. Meistens. Ich hoffe, das ist jetzt hier auch der Fall. Weil dann könnten wir zumindest schon mal zwischen zwei Orten hin und her teleportieren. Auch nicht. Wo soll der hier sein? Hat sie eine Idee? Oh je. Oh, oh Gott. Einiges, einiges. Der Dreckegel Helion. Ich weiß nicht genau, was er ist. Aber wenn er so stark ist, wie er klingt, würde er die Segnung definitiv behindern. Wir müssen ihn finden und läutern. Ja, bloß wo? Also hier sind ja zwei wunderschöne Gegenden dafür.
Wäre natürlich praktisch, wenn er jetzt, sag ich mal, jetzt nicht ganz so am Popo der Welt wäre. Ein Geist. Die können wir ja leider. Ja, den können wir nicht so wirklich aus dem Weg gehen. Na, das ist doch sehr gut. Neue Kampfaktion erlernt. Wunderbar. Von da sind wir gekommen. Also mir wäre ja auch lieber, wenn wir irgendwie einen Anhaltspunkt hätten. Oh. Ja. Ja, also es klappt schon ganz gut mittlerweile. Ja, noch, das läuft so. Also manchmal kriege ich es echt gut hin, die erhöhten Fähigkeiten zu benutzen. Aber ich muss natürlich noch üben. スレイの同志としての力量はどう？才能に満ち溢れていると思いますが。過大評価しすぎだと思うけどね。ミクリオさんとの友情も申し分ないですし。それこそ過大評価だと思うけどね。 Immer diese Einwände. Oh, diese Geister, ganz ehrlich, gehen mir tierisch auf den Keks. Na, so geht's schon besser. Hast du sehr gut gemacht, Rose. Hier müsste ich ja rüberkommen, ne? Genau. Mich keine Lust, hier überall rumzurennen. Da liegt was. Lag das da vorher auch schon mal? Das ist doch das Viech, oder? Halt! Er mag kein Feuer. Na, das ist ja das kleinste Problem. Wo ist das kleine Viech? Das sieht man ja gar nicht. Ach so, der springt ja ständig in die Luft. Der ist so klein, den sieht man gar nicht. Ja. Oh, was macht er denn dann? Ah, das sieht toll aus, wenn die so amortisiert sind. Brennendes Echo! Mach ihn platt! Okay, anormale Kugel. Ein Mensch. Ich war ein Mensch. Entschuldigung, ich habe mich verletzt. Ja, ich habe
私はフォーシアよ。あらあら、同席がこんなところに。大地の記憶、それ、もらえない？ええ、いいわよ。こんなものじゃ、お礼にもならないけど。そんなことないよ。ありがとう。まあまあ、欲のない同志様ね。お礼の代わりと言ってはなんだけど、加護を頼めないか？この近くの、ゴドジンという村なんだが。ゴドジン？火の試練神殿がある村ね。でも、器はあるかしら。それは、探すから。わかったわ。とりあえず村に行ってみるわね。Sehr gut, damit hätten wir schon zumindest schon mal die Trägerin. Halt, die nehmen wir mit. Ein gelber Iristein Odin. Heldars Lakaien wandeln unter den Menschen und stiften die Völker dazu an, gegeneinander in den Krieg zu ziehen. なんだ今の、どういうことだ。干渉してるってことじゃないか。ヘルダルフの配下が人間の社会に汚れを生むためにか。前に見たのと関係あるんじゃない。あいつは戦争を利用して兵馬を生んでた。戦争を起こさせようとしてるのか。これは過去の記録、もうすでに起こしてるんでしょうね。みんな騙されてるんだ、ヘルダルフに。いや、自分の意思で協力してる奴も多いはずだ。ないとは言い切れませんわ、残念ですが。Ja, das ist natürlich immer sehr einfach, die Menschen gegeneinander aufzubringen. Das ist ja keine große Sache. Also, das geht ziemlich einfach, muss ich sagen. Das sieht man ja heutzutage auch schon sehr, sehr gut. Dass man Menschen sehr gut gegeneinander aufbringen kann, wenn man die richtigen Worte dafür hat. Oder man den gewissen, ich sag mal, psychischen Einfluss auf die Menschen ja einwirken lassen kann. Ich bin da eher so ein friedfertiger Mensch. Ich kann auch, wie sagt man so schön, ziemlich zickig werden. Aber... ja, das ist teilweise mein etwas zu viel gegebenes Temperament. Ah, jetzt muss ich wieder nach ganz da oben laufen. Ach, jetzt hätte ich gerne sowas wie so einen Teleportstein oder so eine Teleportkugel wäre cool. Eine Telekugel. Oder eine Portalkugel. Ja, ist gut. Wir haben euch ja gehört. Was können die eigentlich nicht leiden? Ach, Feuer. Ich möchte eigentlich nicht immer amortisieren, weil das kostet mich halt auch die Punkte, ne? Ja. Ja, geht auch ohne Amortisieren. Dauert halt nur länger. Kenは振り回せばいいってもんじゃないのよ。その傘も振り回してるわけじゃないの?
Ja, mit einem Schirm geht das. Fragt nicht so, das ist so. Ja, wo laufen wir jetzt lang? Nehmen die große Runde. Gehen hier um die Ecke. Schokoladengelato. Schoki-Eis. Mal gucken, kommen wir vor dem ein bisschen... Nein. Ich dachte, wir kommen vor dem vielleicht davon. Aber war nicht der Fall. Kann ich bitte, danke, eine andere Kamera haben? Noch ein Diadem. Sehr schön. Halt, wir müssen da lang. Wir wollen ja wieder raus. Aber gut geraten. Das hätte echt schief gehen können. Der Dreckegel war ja wirklich wieder Boden. Da hätte es uns echt passieren können. Ja, dass wir völlig umsonst in die zweite Etage gelaufen sind. Moment, ich wollte was anderes wissen. Level 37. Also an Layla breche ich mir noch einen ab unten in dem Tiegel. Ganz ehrlich. So einfach ist das nicht. Was ist das? 10 Tonnen Bonus? Amortisiert. Wenn du mit einem mystischen Art insgesamt 10.000 Schaden oder mehr verursachst, verringert sich die benötigte SA für jede Figur um 1, jedoch nur ein einziges Mal. Na ja, gut, okay, das ist ja jetzt nicht so. In einem Bosskampf, ja. Aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht. Ja, das, ich finde das immer blöd, wenn irgendwas K.O. geht. Meistens kann man es doch noch gebrauchen. Das Wirken eines mystischen Atem mit KP bei 25% oder weniger verringert die benötigte SA für jede Figur um 1. Jedoch nur um ein einziges Mal. Ja, ich weiß nicht, ein einziges Mal ist also. Ma. Ja. Was haben wir hier? Angriffsschritt? Nutze beim Schritt nach vorne einmal eine Angriffsauswahl während der Combo. Allerdings erhöht sich der SK-Verbrauch um 10. Automatischer Schritt nach vorne. Wenn möglich, tritt die gesteuerte Figur automatisch bis zu 5-mal nach vorne, wenn sie mit Geschossen angegriffen wird. Der erreichte Rang wird jedoch halbiert. Ja gut, so viel Geschosse habe ich jetzt momentan noch nicht. Gut, also ich würde sagen, wir gucken mal, was da noch kommt. Also wirklich gebrauchen kann ich mir das jetzt nicht vorstellen, was da kommt, was da stand. Ja, ja, Golem, wir wissen's. Jetzt gehen wir einmal noch mal kurz nach Gododin hoch. Wir werden etwas für ihn finden. Das Dorf Gododin soll er beschützen. Ja, ist ja gut, Piepmatz. Ich hab's ja verstanden, aber ich will nicht. Nein, geh weg. So, ich möchte jetzt erstmal ganz kurz nochmal ins Dorf rein. Auch weil ich da gerade meine Ruhe habe. Ich muss ehrlich gesagt nochmal ein bisschen denken und möchte mit Rose noch die restlichen lila Sterne abarbeiten. Und ich weiß nicht, ob ich diese Quest jetzt bei dem kleinen Jungen abgeben muss oder nicht. Geh weg! Nerv nicht! Schnell rein. Hup. So. Gekonnt den Golem draußen stehen lassen. So. In Ordnung. Dreckegel haben wir gemacht. Da sehe ich ein Ausrufezeichen. Da drüben. Weiter ist hier aber noch nichts.村長さん、起きて大丈夫なの？案ずるな青年、すべてはマルコ様だ。この同志マルフォの活躍によってな。どうしよう。心配をおかけした。だが、まだ気分が優れないのです。失礼。様子が変だよ。 何かあったんじゃ？あのマルフォという男、村長を脅していたのよ。強硬な悪事を公表するぞって。
なんで教皇って。マルフォは元司祭だ。それに教会が偽エリクシールのこと調べてるって。教えてもらえる？詳しい事情。なるほど、失踪した教皇が偽エリクシールを作ってたのね。けどそれは村のみんなのためなんだ。村長は偽エリクシールの販路と製法をマルフォに教えたわ。今後教会が石成功を買い取ることを条件にね。どういうこと？脅迫に屈したんじゃなくて取引をしたんだね。そう、教会は全教皇の悪事を不問にする。その代わり偽エリクシールの販売もお手にする。マルホは調停役として報酬と信用を獲得する。ゴド人は合法的な収入を得るってわけね。罪のもみ消しじゃないか。それに教会が偽エリクシールを売るって正気の沙汰じゃない。残念ですがあり得ることです。お金が必要だものね、人の世は。あのこの村の加護は器、学校の建物にしようと思うんだけどどうかしら。いいの？教皇、いいえ、村長は自分の死期を悟っているみたいね。それは私の家具でもどうにもならない。だから村の収入源を残そうとした。見届けてみたくなったのよ、彼の決意の結末を。ありがとう、フォーシアさん。どういたしまして。決意の結末。Thank you.